Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen, viel früher als befürchtet, zur Abschlusspressekonferenz nach dem Dezember Europäischen Rat und without any further ado, der Bundeskanzler. Milliarden zusammengesetzt aus Krediten und Zuschüssen in den nächsten 4 Jahren. Dafür wollen wir den EU-Haushalt neu. Und in dem Sinne eines unionsfreundlichen Verhaltens habe ich dem ungarischen Ministerpräsidenten vorgeschlagen, uns zu ermöglichen, dass wir in seiner Abwesenheit diese Entscheidung treffen können. Und den Vorschlag hat er sich überlegt. Ich hatte ihn auch darum gebeten, dass er sich das einen Moment überlegt und nicht gleich spontan reagiert. Und er hat mir dann gesagt, dass er den Vorschlag aufgreifen möchte. Und dann haben wir den Beschluss gefasst zu 26 im Raum. Das gibt es in vielen demokratischen Prozessen, dass man sich manchmal hilft und sagt, ich bin wirklich nicht einverstanden, aber ich will das jetzt hier nicht aufhalten. Und genau diese Entscheidung habe ich dem ungarischen Ministerpräsidenten nahegelegt und er hat das für sich als ein mögliches Vorgehen aufgegriffen. Das ist jetzt nichts, was man jedes Mal machen sollte. Wir sollten schon meistens dazu kommen, dass wir miteinander entscheiden und uns eben zusammenbringen. Ich habe auch viele Gespräche geführt, bis wir die notwendigen. Ich will Ihnen jetzt nicht alles erzählen über das, was in mir so vorgeht, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich den Vorschlag natürlich vorher ein bisschen überprüft habe im Hinblick auf die Frage, ob das auch funktioniert, wenn man es vorschlägt. Der Migranten, die nach Europa streben, zu hoch ist. Und deshalb. Aber es kann nicht jedes Mal durch vor die Tür gehen gelöst werden. Das ist für besondere Momente, wie zum Beispiel die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben. Sven Becker vom Spiegel. Hinter uns liegt ein Europäischer Rat, der eine historische Entscheidung getroffen hat. Als Europäische Union haben wir beschlossen, mit der Ukraine und mit Moldau Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Das ist ein starkes Zeichen der Unterstützung und eine klare Perspektive für diese Länder. Ich möchte allen danken, dass sie diese Entscheidung möglich gemacht haben. Gestern Abend auch in der Diskussion über die Überprüfung des Medien. Das ist ein sehr starkes Signal der Geschlossenheit der Europäischen Union, dass wir uns im Kern verständigt haben über die Frage der Haushaltsführung in nächster Zeit und dass alle auch gewillt sind, der Ukraine die notwendige Hilfe zur Verfügung zu stellen. Ich bin sicher, dass sich im Kreml niemand Illusionen macht. Das wird einen Beschluss geben, der die notwendigen Finanzmittel für die Ukraine bereitstellt. Und deshalb ist das auch in Richtung Kreml ein starkes Signal. Putin setzt darauf, dass die Bereitschaft in unseren Ländern, die Ukraine zu unterstützen, nachlassen wird. Da ist er aber schief gewickelt. Denn wir werden so lange das Notwendige für die Ukraine tun, wie das eben erforderlich ist. Ein weiteres Thema des Gipfels war der Umgang. Außerdem haben wir Georgien den Kandidatenstatus verliehen, in dem Verständnis, dass dort weitere Reformen umgesetzt werden. Bei Bosnien-Herzegowina sind wir bereit, Beitrittsverhandlungen zu beginnen, sobald die nötigen Kriterien in ausreichendem Maße erfüllt sind. Ich bin zuversichtlich, dass wir bei unserem Treffen im März dazu dann eine Entscheidung treffen werden können. Der Migranten, die nach Europa streben, zu hoch ist. Und deshalb. Meine Damen, meine Herren, ich wünsche Ihnen ein friedliches, ein fröhliches, ein famoses Weihnachtsfest. Wir sehen uns schon im Januar wieder. Die Freude ist unbändig und bis dahin machen Sie es gut. Ja.